Die Los Angeles Rams bleiben neben den Kansas City Chiefs das zweite noch ungeschlagene Team in der NFL, nachdem die Chiefs am frühen Sonntagabend deutscher Zeit überraschend deutlich 30:14 die Jacksonville Jaguars in die Schranken gewiesen hatten, zogen die Rams in der Nacht auf Montag gegen die Seattle Seahawks nach. Bei 33:31 gegen den Super Bowl-Champion von 2013 hatte das aktuelle Überteam der Liga aber deutlich härter zu kämpfen als erwartet. Anzeige, die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, überragender Rams-Akteur war wieder einmal Running Back Todd Gurley mit 3 Touchdowns. Insgesamt 22 Mal bekam der MVP-Kandidat von Quarterback Jared Goff den Ball in die Hände und er lief damit 77 Yards. Twitter.com/RamsenPhil/Status/10491677595976203264 Seahawks halten lange dagegen. Trotzdem hielten die Seahawks, die nach 5 Partien bei 2 Siegen und 3 Niederlagen stehen, lange mit. Nach dem dritten Viertel lagen die Gastgeber dank Touchdowns von Mike Davis, Tyler Lockett und David Moore, 2, sogar mit 31:24 in Führung. Doch im Schlussabschnitt ließen die Rams noch einmal die Muskeln spielen. Gurleys dritter Touchdown brachte den Favoriten bis auf 30:31 heran. Danach kaufte die Defense der Gäste Seahawks Quarterback Russell Wilson schnell den Schneid ab und Rams-Kicker Cairo Santos, der zuvor noch den Extrapunkt nach Gurleys drittem Touchdown vergeben hatte, machte mit einem Field Goal aus 39 Yards den Sack zu. Trotz des unglücklichen letzten Drives lieferte Wilson eine bärenstarke Partie ab und war der Garant dafür, dass die Seahawks so lange an der Sensation schnupperten. 13 seiner 21 Pässe waren erfolgreich, dreimal fand er seine Mitspieler in der Endzone. Vikings ringen Eagles nieder. Ähnlich spannend wurde auch die Neuauflage des letztjährigen NFC Championship Games zwischen den Minnesota Vikings und den Philadelphia Eagles, dieses Mal aber mit dem besseren Ende für das Team aus Minneapolis, das sich 23:21 durchsetzte. twitter.com/espnl/status/10490816101831913113 vor. Allem durch ein starkes zweites Viertel, in dem Vikings Quarterback Kirk Cousins sein einziger Touchdown-Pass auf Receiver Adam Thielen gelang und Big Man Linville Joseph einen Strip-Sack mit einem 64-Yards-Touchdown-Lauf vergoldete, lag Minnesota vor dem Schlussabschnitt mit 20:6 in Front. Thielen, der 2013 als undrafted Free Agent zu den Vikings gestoßen war, verbuchte damit als erster Spieler der Super Bowl-Ära in den ersten 5 Spielen der Saison jeweils einen Raumgewinn von mehr als 100 Yards, ein modernes Football-Märchen. Im Schlussviertel bäumten sich die Eagles zwar nochmals auf. Quarterback Carson Wentz fand jeweils Zach Ertz und Wendell Smallwood in der Endzone. Die Vikings retteten ihre Führung aber letztlich durch ein Field Goal von Dan Bailey über die Zeit. Overtime-Drama im Texas-Duell-Drama war auch im Sunday-Night-Game zwischen den Houston Texans und den Dallas Cowboys geboten. Das Texas-Duell ging in die Verlängerung, in der dann Texans-Receiver DeAndre Hopkins zum Sieggaranten avancierte. Ein sehenswerter 49-Yards-Catch des ehemaligen First-Round-Picks brachte Houston in Field-Goal-Reichweite. Kicker Kaimi Fairbairn machte 1:50 Minuten vor dem Ende den Sack zum 19:16 zu. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop. Das Quarterback-Duell ging klar an Texans Hoffnungsträger Deshaun Watson. Der First-Round-Pick aus dem Vorjahr sorgte für starke 375 Yards Raumgewinn, er lief in gewohnter Rushing-Manier selbst 40 Yards und fand dazu Keke Coutee in der Endzone der Cowboys.
Sein Gegenüber Dak Prescott kam dagegen nur auf 208 Yards, leistete sich 2 Interceptions bei einem Touchdown-Pass und wurde zweimal gesackt. twitter.com/espnl/status/10409082970852790273 Erster Sieg für Arizona als letztes bislang noch sieglosen Team der NFL verbuchten in der 5. Woche auch endlich die Arizona Cardinals ihr erstes Erfolgserlebnis. In einer schwachen Partie rang das Kellerkind die San Francisco 49 erst die weiter ohne ihren am Kreuzband verletzten Star-Quarterback Jimmy Garoppolo auskommen müssen, mit 28-18 nieder. Highlight der Partie war ein 75-Yard-Touchdown-Pass von Arizonas Rookie-Quarterback Josh Rosen auf seinen ebenfalls erst in diesem Jahr gedrafteten Passempfänger Christian Kirk gleich im ersten Drive der Cardinals, die aus Cardinals Sicht perfekte Antwort auf den Touchdown der 49 erst in ihrem Opening-Drive. Danach verlor die Partie deutlich an Fahrt. Arizonas Star-Runningback David Johnson schwang sich aber letztlich mit 2 Touchdown-Läufen zum Matchwinner für die Cardinals auf.